Prost, die Herren. Ohne Titel Nummer 1, Leute. Prost. Prost. Willkommen beim Podcast 210. Nein, 211. Hier taucht ein Podcast 211. Genau, mit dem Gregor. Mit dem Horst. Und mit dem Dennis. Genau, wir schreiben den... Danke, Dennis. Laut meiner Uhr müssten wir heute den 22. Monat, steht leider nicht. 22.06.2015. Wir befinden uns im alten AKH, Innenhof 3. Genau, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, nämlich der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und herzlichen Dank an dieser Stelle, wie immer, an unseren Sponsoren. An dieser Stelle auch vielen Dank an unsere treuen Flatterer, vor allem Bernd Schlapsi und Juvo, die wirklich immer flattern, sobald der Podcast online ist. Ja, also Flatterer, sehr nett. Oli Oli. Und danke alle anderen Flatter, die uns so monatlich flattern. Ich schaue nur, ob nimmst du eh auf? Ja, ja, ich nehme okay, auf. Nehme auf. Passt. Ja, dann frage ich rituell, was ihr erlebt habt und bitte darum, dass ihr danach erzählt, falls ihr Ankündigungen habt mit einem Termin, dass wir das nicht vergessen. Also falls okay, irgendjemand auf ein Konzert oder sonstige Sache hinweist. Zukünftiges, ja, ja, okay, ja. Dass wir das am Anfang haben, dann, weil sonst verquasselt man sich. Ja, 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 dann vergisst man es, ja. Okay, ja. Also rituell gefragt, was habt ihr erlebt? Also, ich war auf einer Produktion der Wiener Festwochen, die ja jetzt leider zu Ende gegangen sind, am Burgtheater, habe mir eine Operncomic oder Comic-Oper angeschaut. Das müsste ja ganz dein sein. Ja, genau, das möchte man meinen. Ohne Titel Nummer 1. Ja, und dann habe ich das Wu-Tang-Klein-Konzert besucht, das war auch letzte Woche in der Arena. Und ansonsten hätte ich noch das Fairphone 2, irgendwie gab es noch so News, die sind so vorbeigerauscht, da würde ich ein bisschen über Android quatschen und über dieses Thema. Ja. Ich habe eigentlich nichts erlebt, bis auf Arbeiten und Filme schauen, das Typische. Ich kann vielleicht was zum Wu-Tang-Clan sagen, aus meiner Vergangenheit. Also ich habe die nie gesehen, ich habe sie nur mal gehört, aber ich weiß ein bisschen, dass es könnte vielleicht eine Überraschung sein. Ich war im Kino und habe mir auf Anraten vom Gregor und vom Hop Mad Max angeschaut und war sehr begeistert. Ja, ich muss dazu jetzt auch noch meinen Senf geben. Ich glaube, schon der dritte Biertaucher, wo wir über den Film reden. Ja, ich habe es ja extra ausgespart. Ich habe es mein zweites Mal auch angeschaut. Und ansonsten habe ich 3 Bücher ausgelesen. Und über die werde ich erzählen. Das eine ist die Zero Marginal Cost Society, die Null-Grenzkostengesellschaft. Das andere ist von Steve Clark, The Mad Factor. Und noch eins ist Sex of Siamese Twins. Und kann darüber ein bisschen berichten. Ja, womit starten wir? Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit Ankündigungen. Ich habe eine, die mir der Harald aufgetragen hat. Okay. Nämlich der Verein, der derzeit OS Domotics heißt und demnächst Internet of Things Vienna veranstaltet, und mit anderen einen Hackathon. Der Hackathon findet diesen Samstag statt in Wien, in TU Wien Gödelraum. Und das ist in der Favoritenstraße, Gödelsaal, Favoritenstraße 10 bis 11, kann das sein? Favoritenstraße, weiß ich. Favoritenstraße auch. Noch was, bitte auf den Shownotes genauer nachschauen oder auf meetup.com unter Hackathon nachschauen. Und es geht um das Thema Vermisst die Welt, vermisst dich selbst. Also man geht hin, soweit ich das kapiert habe, und kann mit Sensoren und Equipment herumspielen und versuchen, Anwendungen zu machen und das halt gemeinsam tun. Fangt an um 10 Uhr in der Früh und ist geschedult bis 10 Uhr am Abend. Schön. Schön. Damit habe ich die Pflicht hinter mich gebracht. Ja, dann steige ich vielleicht mit einem Techie-Thema rein, oder? Ja, nur weil ich es vorbeirauschen gesehen habe im Internet, es wird ein Fairphone 2 geben. Das sollte man vielleicht erklären. Es gibt in, ich glaube, die sind in Amsterdam beheimatet, eine Initiative, die sich das Ziel gesetzt haben, ein Smartphone herzustellen und zu verkaufen, das unter möglichst fairen Bedingungen hergestellt wird. Das heißt, die Rohstoffe, die dafür verwendet werden, unter fairen Bedingungen, auch die Arbeitsbedingungen. Und die erste Iteration, ich habe ein paar im Podcast-Welt ein bisschen so reingehört, ist, ja, du hast ein Fairphone.
Wie zufrieden bist du damit eigentlich? Naja, ganz ehrlich, das Fairphone und das Einser nicht empfehlenswert. Ja, das habe ich nämlich auch gehört. Von ja. Also die Software ist ein Krampel. Ist schon ein Android drauf? Oder? Hier ist Android, ja. Der Grund ist der MediaTek, SoC. Die CPU von MediaTek sind ziemlich schlecht und man bekommt keine andere Software drauf. Also CyanogenMod läuft schon gar nicht drauf. Das ist und bitter. Das ist den Entwicklern vom Fairphone nicht nur bekannt, das ist denen bewusst. Und deswegen haben sie gesagt, auf keinen Fall mehr MediaTek. Also ich kann jedem empfehlen, schaut drauf, was für eine CPU drin ist. Und wenn der MediaTek draufsteht, Finger weg. Das ist der Grund. Mhm. Ansonsten ist das Fairphone, ja, die Hülle, das fällt runter. Ja. Gut verarbeitet. Genau, Akkulaufzeit ist in Ordnung. Ich habe einen Ersatz für das Samsung Galaxy S2 gesucht und eigentlich auch gefunden. Die Größe ist auch angenehm. Ja, ja, die neue Größe wird ja größer sein. Die ist nämlich 5 Zoll, also so wie die meisten von uns. Und der CPU jetzt bezogen, da nehmen sie jetzt einen Snapdragon CPU, Quad-Core. Und das ist so eins meines Wissens. Ja, das dürfte dann schon hinhauen. Ja. 2 GB RAM bauen sie rein, 32 GB bist du auf die SD oder auf den Flash-Speicher drauf speichern können. Es wird mit 2 SIM-Karten umgehen können. Und sie haben darauf geachtet, was ja auch vielleicht als Kunde ganz sympathisch ist, dass du den Akku selber tauschen kannst, dass das ist schön. Reparierbar sein wird. Und es hat sogar, das finde ich sogar ganz nifty, du wirst es erweitern können mit so Covern. Sehr so, gut. Dass du die NFC-Funktionalität oder andere Sachen. Also im Cover ist da noch ein bisschen Hardware drin. Ja, ja, genau. Ein modulares Phone. Also es gibt ja schon so etwas, dieses Handy, dieses Smartphone, wo Sailfish OS draufläuft. Das, glaube ich, hat schon so einen Ansatz. Das fand ich auch ganz sympathisch. Ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sie kümmern sich darum. Und Datum haben sie aber noch keins gesagt, wann es das geben wird. Puh, oder steht wahrscheinlich Herbst 2015 soll es kommen. Schon demnächst. Ja. Also rechnen wir mal mit 2016. Ich spreche jetzt historische Worte, die Specs klingern im Frühling 2015 ja ganz vernünftig, aber wahrscheinlich ja, wer weiß. Ist es dann draußen, ist es dann schon wieder. Ja, das kann man natürlich nicht sagen, welche Sprünge das macht. Es wird mit Android 5.1 ausgeliefert werden und betreffend der Rohstoffe haben sie sich auf jeden Fall, haben sie es geschafft, konfliktfreies Zinn und Tantal zu besorgen. Beim Gold ist es noch nicht sicher, wie fair sie das besorgen können. Und sie arbeiten vor Ort mit einem chinesischen Hersteller, wo sie einen Worker Welfare Fund eingerichtet haben und wo dann auch Mitarbeiter von ihnen dort vor Ort sein werden, um das zu kontrollieren. Ja, also ich finde die Initiative und die Idee einfach gut, weil es ist auf jeden Fall weniger unfair als die anderen. Das ist es ja und das kommunizieren sie ja auch. Das fand ich auch sympathisch. Ich meine, einerseits kann man natürlich böse sagen, wenn sie da jetzt schmutzig spielen würden, würde man ihnen auf die Schliche kommen, weil da schaut man natürlich besonders genau als Kunde drauf. Aber sie gehen da sehr ehrlich damit um. Also offensichtlich versuchen sie eine Transparenz einfach zu schaffen. Und ja, finde ich gut. Der Unterschied, 500 Euro wird es ungefähr kosten. Etwas über 500 sogar. Ja. 530 Euro, glaube ich. Der Unterschied zum Fairphone 1, dort war das Kobalt, war das? Okay. Noch nicht fair gehandelt. Mhm. Und es ist jetzt ein anderes Unternehmen, was das Mobiltelefon zusammenbaut. Ah, okay. Aber es gab damals auch schon einen Fund, also wo die Mitarbeiter entscheiden konnten, was mit dem Geld geschehen soll. Mhm. Ja, also für mich ist es auch schon eine Option. Ich meine, ist schon etwas teurer oder so, aber ich habe jetzt zurzeit den Moto G von Motorola, die sind aber von Lenovo gekauft worden. Kein Plan, was die jetzt irgendwie in nächster Zeit anstellen. Man weiß es ja nie so recht. Wie war denn die Update-Politik? Waren sie mit den Android-Versionen relativ schnell mit den Updates oder? Durch die CPU überhaupt nicht. Das war der. Ja. Also ich denke, dass beim Zweier, ich gebe denen eine Chance, das Einzige, wo sie in meinen Augen etwas nachteilig sind, ist die Größe. Es ist mir definitiv anschließend zu groß. Das Einser hat die richtige Größe, falsche CPU. Ja. Und jetzt ist es die falsche Größe, aber ansonsten haben sie alle. Ja, diese 5 Zeller, die setzen sich jetzt durch. Das ist ja beim Moto G genauso. Also wenn ich jetzt umsteigen würde aufs neue Motorola, das wäre jetzt auch zu groß für mich eigentlich. Ja.
Ja, zu Android kann ich vielleicht noch kurz anschließen. Das ist eine absolut private. Ich habe ja so ein Tablet, hast du das eh schon gesehen, von Lenovo, das Yoga 2. Das habe ich mir damals gekauft für so Spezifikationen. War ein günstiges mit relativ starken Hardware-Spezifikationen. Und es war ein totales Glücksspiel, aber Juchi, es hat ein neues Android-Update gegeben, eben auf die Version Lollipop 5.0. Mhm. Und dadurch, ich habe mich da doppelt gefreut, weil ich da schon so irgendwie mit einem Auge drauf geschielt habe, weil die CPU ist ein Atomprozessor, der da drinnen steckt und der ist 64-Bit. Und das Lollipop ist ja jetzt auch, unterstützt auch 64-Bit-Architektur. Mhm. Und kann man natürlich als Hexenwissenschaft abtun oder so und jetzt auch die Euphorie der ersten Tage des Updates, aber es merkst zieht. Merkst du das etwas? Ja, es zieht und zündet. Ja, besonders auch witzigerweise bei den Spielen. Also ich habe da ja so ein Rollenspiel und das tut jetzt schneller, flüssiger. Toll. Ja. Hurra, hurra. Ansonsten ist dieses Tablet trotzdem keine Kaufempfehlung, weil es knarzt. Es ist einfach zu billig hergestellt. Der Formfaktor ist zwar ganz gut, das ist so wie ein aufgeschlagenes Magazin, das auf der einen Seite so einen Stabknubbel irgendwie, wo der Akku drinnen verbaut ist, aber es ist einfach wirklich ein Plastikbomber. Also ich habe immer Angst, es zu zerbrechen. Aber dafür hat es einen eingebauten Stand. Also als Schau-Device für die Couch ist es ganz gut, aber bitte Vorsicht bei dem Gerät. Keine Empfehlung. Zu 64-Bit hätte ich dann auch was anzuschließen. Ja. Also 64-Bit ist jetzt nicht die super Sache. 32-Bit ist manchmal sogar noch zu empfehlen, weil besonders wenn man wenig RAM hat, sind 32-Bit wesentlich platzsparender als 64-Bit. Also nur so als Problem, als Beispiel, LS auf einem 32-Bit-System braucht nur die Hälfte an Speicher als auf einem 64-Bit-System. Also einfach fast. Nur sich ein Directory anzeigen zu lassen, braucht dann doppelt so viel RAM. Ja, also besonders mathematische Sachen, wo man jetzt denken würde, ja, 64-Bit, höhere Genauigkeit, ist das, verbraucht wirklich doppelt so viel. Bei Strings ist es nicht ganz so schlimm, aber bei Zahlen, die Zahlen werden alle doppelt so groß. Ja. Deswegen habe ich vorhin auch gemeint, das ist ein bisschen eine Hexenwissenschaft und wird von der Industrie auch gerne so als Marketing. Das musst du jetzt kaufen. Ja, 64 ist doch besser als 32. Genau. Das menschliche Gehirn ist dafür empfindlich. Es stimmt auch nicht, dass man für ein 64-Bit-System braucht, nur damit man mehr als 3 oder 4 Gigabyte RAM verwalten kann. Es gibt auch Mittel und Wege, mehr zu verwalten. Nur Windows kann es nicht. Sehr gut, dass wir auch mit diesem Mythos jetzt witzig, mal aufräumen. Genau solche Diskussionen habe ich Mitte der 90er Jahre geführt. Da ging es darum, ob man mehr als 4 Megabyte RAM braucht. Ja, weil Windows hat das damals nicht ansprechen können. Also ich erinnere mich. Es ist den Schleifen. Ja. Oder ein MB in den 80er Jahren. Ja. Mehr als 365k braucht noch niemand. Und dann gab es die OS2-Werbung, wo stand, warum soll ich nicht ein 32-Bit-System haben, anstatt eines 16-Bit-Systems? Das kommt mir alles bekannt vorher. Ja. Da kriegt man damit einen Jahren Überblick. Ich kann auch etwas Nerdiges beitragen. Mhm. Ich habe versucht, mit Schülern eine App zu programmieren. Okay. Und zwar mit Kiwi. Also Kiwi ist so ein Python-Modul, was halt deployen kann auf PC, aber eben auch auf Android oder iPhone. Und also du machst einmal deine App sozusagen mit deinen Buttons und Widgets und dann kannst du halt mehrere fertige Produkte auswerfen und lässt sich ganz gut programmieren. Mhm. Und das Problem ist jetzt, da gibt es eine Seite, da steht Deploy for Android, ne? Ja. Und was man da alles machen soll. Und ich habe mich da jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Lebenstage damit beschäftigt, zu versuchen, so eine kleine App mit 3 Buttons auf mein blödes Android zu kriegen. Bin halt Länge mal Breite ständig gescheitert, aber ständig an irgendwas anderem. Mhm. Da soll man sich ein Programm installieren, das heißt Bulldozer. Und das macht dann alles. Tut die neueste Java, JDK runterladen und alles machen. Und das hängt sich halt blub mittendrin auf. Dann gibt man diese Fehlermeldung ein, sucht die bei Google, findet irgendein GitHub-Issue, wo irgendeiner was erklärt, einen Trick. Den Trick führt man dann aus, indem man irgendwo in den Tiefen des Python-System-Libraries irgendein Skript ändert und dann kommt halt ein anderer Fehler. Okay, habe mich schon geärgert. Dann war, weil das alles so kompliziert wird, haben wir ein komplettes
Virtual Machine Image bereitgestellt, wo das alles schon fertig drauf ist. Also, juhu, Virtual Machine Image installiert, ist alles installiert und so und damit herumgemacht, auch nichts. Ja. In der virtuellen Maschine dann in den Eingeweihten der Tiefen der Userlib Python umeinander geskriptet, auch nichts gebracht. Da ganz unten stand dann noch, ach ja, und Sie können sich auch aus dem Android-Shop einen Kiwi-Launcher installieren und dann brauchen Sie Ihr Programm einfach nur auf die SD-Karte kopieren in ein Unterverzeichnis Kiwi und dann passt das. Mhm. Das hat dann auch gepasst, allerdings nur auf meinem Smartphone. Und heute waren die Schüler da und wollte ich denn, die Schüler waren ganz gierig, dass jetzt ihre eigenen Spiele da auf ihrem eigenen Handy endlich ausprobieren können. Mhm. Ne? Und wir machen das, wir schaffen es auch, die Sachen hinzukopieren und plötzlich beschließt mein Computer, im Dateimanager nicht mehr das Smartphone anzuzeigen. Also wenn das als USB, also wenn du das per USB-Kabel mountest. Genau, du siehst es nicht mehr als Laufwerk. Ich sehe es überhaupt nicht mehr oder wenn, kann ich, sehe ich nur noch die Hälfte der Dateien oder kann einen Ordner anlegen, aber nicht mehr löschen. Also lauter sehr seltsame Sachen. Wir haben es dann kurz zusammengebracht, eine App laufen zu lassen, sind dann aber drauf gekommen, die Schrift war zu groß, also die hat die Buttons gesprengt und wie man es dann umarbeiten wollten, hat sich überhaupt das nicht mehr vom Computer runter kopieren lassen auf das Android-Smartphone von dem Schüler. Das klingt sehr schmerzhaft. Und jetzt habe ich erst gemerkt, wie grauslich das ist, wenn du verschiedene Android-Devices hast und einfach nur, weil es bei deinem Handy funktioniert, davon ausgehst, dass das dann auf einem anderen funktioniert. Also das ist nicht. Und noch etwas habe ich gemerkt, ich habe dem Schüler gesagt, naja, dann öffne mal den Dateimanager und schauen wir uns die Dateien an. Das hat er auch zusammengebracht, also er hat einen Dateimanager gehabt, hat sich die Dateien anschauen können, da war eine Textdatei, du musst eine Android.txt-Datei anlegen, wo im Wesentlichen drinsteht, ob das in Landscape oder Porträtformat ist, also ob das Hoch- oder Querformat ist. Mhm. Und wir wollten das ändern. Kann ja nicht groß sein. Nimm, machst die Datei auf und änderst das. Das müsste ja auch direkt am Android gehen, ohne dass wir da auf den Computer zugreifen müssen. Und wir kommen drauf, er hat keine App installiert, mit der er einen Textfile editieren kann. Ne? Und ich war dann abgelenkt und so. Und er sagt, ja, er ladet sich da was runter. Ne? Und 5 Minuten später, er hat sich irgendein Office runtergeladen aus dem Google Play Store und das wollte dann gleich einmal seinen Google-Account haben dafür, dass er Textdateien editieren kann. Ich habe mir gedacht, dafür, dass das angeblich alles Linux ist, ist das aber wirklich so, dass das unbrauchbar gemacht ist. Dass die grundlegenden Apps, von die du einfach gewohnt bist, sind das nicht ist da. Dafür natürlich nicht. Du sollst nicht in den Eingeweihten deines Android herumspielen so, als User. Andere sicherlich nicht. Ja, nur so viel dazu, aber auf jeden Fall, ich kann stolz berichten, also ich habe es zusammengebracht, zumindest auf meinem eigenen Smartphone, man tut sich diesen Kiwi Launcher installieren, dann einen Kiwi Ordner machen auf seiner SD-Karte und kann dort dann seine eigenen Kiwi Programme reintun und die mit dem Launcher öffnen. Ja, und Kiwi ist eine eigene Sprache, das ist Python. Kiwi ist eine Python Erweiterung, also eine Erweiterung für Python. Oder eine Library sozusagen, ja, die man das importiert und auf diese Funktionen. Genau, Gut. Ein bisschen mit einem eigenen, also hat so wie HTML und CSS eine eigene Design Language wieder dabei und so, aber du kannst halbwegs in Python dann halt hübsche Apps mit hübschen Buttons und sogar so Sprites und so herum machen. Also demnächst mehr, wenn ich mehr Erfolg habe. Okay. Meine Freundin hat nur mal eine App für Android in Java geschrieben mit Sprites und allem drum und dran. Ich habe gerade geschaut, auf meinem Mobiltelefon habe ich es leider nicht mehr. Zum Testen hatte sie es. War ganz nett. Also war auch nicht ganz unkompliziert, weil bei Android gibt es ja mehrere Auflösungen. Es gibt nicht die Auflösung wie bei iOS, sondern ganz viele. Und für jedes einzelne Gerät müsste man eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine eigene App oder sagen wir mal eine eigene Sicht schreiben, damit die Auflösungen alle passen. Weil selbst das Seitenverhältnis 4:3, 16:9, 16:10 und was es nicht noch alles gibt, muss man alles berücksichtigen. Ja, das ist halt das mit Android, so viele Devices und dann auch noch die verschiedenen Betriebssystemversionen, die noch rumschwirren. Das ist nicht so ein großes Problem. Eher sind es wirklich die Displays. Ja, ist das eher dann die, dass du dich nicht auf ein Device auflösen. Okay. Also wenn man sagt, ja, ich möchte alles ab Android 2.6 oder ab Version 3 oder 4 unterstützen, dann hat man eigentlich schon gewonnen, weil wer hat noch 2.6? Da, sag das nicht so. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Ich möchte gar nicht wissen. Gibt sicherlich noch welche, aber die werden wahrscheinlich auch nicht Apps installieren. Denen die ist es bewusst. Haben das schon eingefroren. Ja. Also ich habe jetzt noch ein uraltes Android 4 auf meinem Fairphone, weil es nichts Neues gibt.
Ja, hoffentlich wird das beim Zweier besser. Das habe ich auch. Ja, soll ich mal? Ich hab. Ja, mach mal ein Buch. Das ist okay, gut zum Zwischenstreich. Weil ich drei habe, ja, fange ich an. Dann verzahnen jetzt wir das so. Ich habe jetzt endlich geschafft auszulesen, die Null-Grenzkosten-Gesellschaft, die Marginal Cost Society. Und es hat nicht mehr viel gefehlt zu dem, was ich eh im letzten Podcast schon erzählt habe. Jetzt nur das Fazit, also alles wird gut. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, denn der Kapitalismus, das geht von selber weg und diese ganzen proprietären, gewinnorientierten Firmen, die werden später dann mal so ein Nischendasein haben, weil die machen sich alle selbst kaputt und können nicht mitkonkurrieren gegen die null Grenzkosten produzierenden, leiwanden Share Economics, also wo es dann nur noch um Liken und sozial sich gut verstehen geht und so. Also die Grundrichtung wird beibehalten, auch im im Ende. Es kommen, glaube ich, noch ein paar hundert Seiten dann so Fußnoten und Verlinkungen und so. Und er ganz am Schluss schreibt er dann noch so ein bisschen über Global Warming, also das war jetzt für mich nicht viel Neues, nur so aha. Und dann hat er ein bisschen Angst vor Cyberkriminalität, dass das so schlimm ist, also dass da jetzt irgendwelche russischen Hacker können dann irgendwelche Stromleitungen, Kraftwerke abschalten und das wird ganz schlimm und der Cyber-Security-Markt. Aber es hat dann nicht so besonders ins große Bild gepasst. Also ich habe so das Gefühl gehabt, das eher ein Fremdkörper irgendwie jetzt von der Thematik. Ja, er hat da halt noch ein paar Sachen hineingetan. Vielleicht hat er einen Seitencount gehabt im Verlag aufgefüllt. Ich weiß es nicht. Nein, aber an sich, es war jetzt nicht irgendwie falsch, aber es war okay. Und was mir ich ein bisschen fasziniert hat oder bemerkenswert habe ich gefunden. Er hat das Argument gehabt, also gegen die ganzen Doomsayer und Global Warming und Kriege und alles, dass er sozusagen die Menschheit ständig dem Abgrund entgegenschlittert, hat er gemeint, nein, das glaubt er nicht, sondern er ist vielmehr der Ansicht, dass die Vernetzung der Menschen noch nie so groß war wie jetzt, historisch gesehen, also dass wirklich jeder zu jedem mit jedem kommunizieren kann, mit null Grenzkosten. Also dass die Kommunikation praktisch kostenlos ist jetzt durchs Internet. Und er meint, das ist was Gutes. Und je mehr Menschen sich vernetzen, desto größere soziale Einheiten werden sie bilden. Und das ist eine nette Parallele zu diesen Büchern von Chad Diamond, was wir aus alten Gesellschaften lernen können. Mhm. Und zwar hat er gemeint, also, so dass halt ein Stamm halt sozusagen bei 500 Leuten oder eine Firma bei 500 Leuten irgendwo toppt oder auslevelt, weil das die Menge ist, wo du noch jeden halbwegs kennst oder indirekt vom Sehen. Und wenn es größer wird, musst du dir Mechanismen einfallen lassen, dass du mit praktisch dir unbekannten Leuten, die du noch nie gesehen hast, trotzdem zusammenarbeiten kannst. Mhm. Und er meint halt, da kommt eben dann, also das geht so, kommt dann halt zusammen halt so kleine Proto-Religionen und Proto-Nationen. Also wenn alle derselben Religion huldigen und selbe Kulte haben, kannst du halt auch mit einem Fremden, wenn du dann merkst, der huldigt demselben Kult, kannst du mit dem auch Vertrauen entgegenbringen. Und die nächste Erfindung wäre dann der Nationalstaat, der nicht so alt ist, jetzt ist ein paar Jahrhunderte, wo man dann halt auch sagt, okay, wir haben was Gemeinsames. Und er schreibt das halt in ein paar Sätzen so hin, dass diese ganzen gemeinschaft stiftende oder friedenserhaltende Religionen, also diese gemeinsamen Mythen, die man macht, hat er gemeint, alles fabriziert. Und dann schreibt er so lieb, ja, und diese Nationalstaaten haben dann in ihrer Entstehung haben sie dann irgendeine gloriose, mythische Vergangenheit ausgegraben und groß als gemeinsames Epos hingetan. Und das stimmt ja auch irgendwie. Ne? Niemand war dabei, wie sich die Germanen da gegen die Römer gewehrt haben. Aber das ist jetzt das große Einigungsmythos gewesen von der deutschen Einigung 1870 oder so. Ne? Also so ein gemeinsamer Sinnstiften oder gemeinschaftsstiftender Mythos wird dann halt überhöht und praktisch. Und er meint halt, diese Vernetzung jetzt geht jetzt dann halt in Richtung also ein globales Erdbürgertum. Also dass sich so die Zivilgesellschaften, so wie ich es kapiert habe, miteinander vernetzen und dann halt ihre gemeinsamen Werte versuchen zu teilen. Ja. Und das ist sozusagen in der Natur des Menschen liegt, da schreibt er dann über Spiegelneuronen und so, dass man halt sozusagen mit anderen interagiert. Also der Mensch ist eigentlich ein Gemeinschaftswesen und das ist eigentlich eine in uns drinnen eine Grundtendenz bei allen Krieg und Aggressivität, dass man kooperiert und man fühlt sich eigentlich wohl, wenn man kooperiert. Und dadurch, das sieht er halt als optimistisch.
Um abzuschließen, alles wird gut. Okay, teilst du die Hoffnung? Hat das gut begründet? Ist das jetzt, ich finde das nett, ja, weil normal, wenn du Sachbücher liest, merkst du nur, wie viel, was weiß ich, CO2 demnächst aus Sibirien ausdampft oder welche Umweltkatastrophen sonst noch wo lauern und was alles schlimm ist. Und du denkst dann nachher, eigentlich hätte ich das jetzt nicht gelesen, wäre ich jetzt weniger gescheit und weniger unglücklich. Ne? Und das war eher so, dass du was liest und nachher denkst, okay, es ist eigentlich eine schöne Hoffnung. Er zeigt halt auch ein bisschen in die Richtung, in die man arbeiten sollte. Okay. Das, ich weiß, der Biertaucher-Podcast die ganze Zeit tut schon unsere Themen. Ja, und halt auch das Ganze von der Free-Software-Open-Source-Ideologie her eigentlich, dass das eigentlich die Zukunft ist, dass man miteinander teilt. Ne? Hopefully. Also mit Hoffnung. Mit Hoffnung, ja. Na, aber das ist, ich war halt ganz zufrieden. Das sind solche Themen, wenn man das dann über einen großen Bogen spannt und so und sagt, naja, irgendwie wird die Menschheit schon kooperieren, weil die Kommunikation ist da. Ja, kann man schon ja, so machen. Es kann natürlich schon noch ein paar Weltkriege geben. Das ist aber, dass man groß, das große Bild sehen. Das ganz große. In diesem Zusammenhang auch, wer zivilisationsmüde ist und gern was Aufbauendes sieht, von Rösling heißt er, schwedischer Wissenschaftler, glaube ich, gibt schöne TED-Talks, wo er einfach so hübsche Statistiken hat und zum Beispiel die Kindersterblichkeit oder Anzahl der Frauen pro Kind über die letzten 100 Jahre und für Länder. Also der ist so ein Statistikfreak und hat dann so schöne Statistiken im Zeitraffer, also praktisch animierte Statistiken, wo man dann halt sieht, dass auch in den ersten Entwicklungsländern die Anzahl der Kinder pro Frau abnimmt und die Lebenserwartung steigt. Und er sagt, dafür, dass seine Großmutter noch nicht einmal eine Waschmaschine gehabt hat, sind wir und hat so und so viele Kinder gehabt und dann zeigt er halt, wie es jetzt ist. Er sagt, es geht schon was weiter mit der Menschheit. Nur sind das nicht die Nachrichten, die halt die großen Aufmacher sind, sondern man sieht immer nur die Katastrophen und das Schlimme. Ne? Also abschließt er deine Empfehlung, das Buch eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Null Grenzkostengesellschaft. Ja, und ich muss sagen, es ist nett. Ich werde versuchen, das noch einmal durchlesen, weil es ist so, dass halt extrem viel drinsteckt auch. Ne? Mhm. Und vielleicht auch ein Blogposting schreiben, das ein bisschen zusammenfassen. Cool. Okay, ja. Auf jeden Fall, wer gern was Aufbauendes liest, null Grenzkosten zur Gesellschaft. Ja, dann kann ich einen kleinen Kulturteil einstreuen. Ich war bei den Wiener Festwochen im Burgtheater, war die Inszenierung von einem Herbert Fritsch, einem Augsburger Schauspieler und Theatermacher. Der hat anscheinend schon, der ist so im experimentellen Theater beheimatet, hatte vorher schon eine sehr erfolgreiche Produktion namens Murmel. Habe ich nur darüber kurz gelesen, dass die Schauspieler während des Stückes auch nichts anderes von sich gegeben haben, außer Murmel. Schon eine ganz gute... Troggelbecher. Und wird unter unbezahlt hochqualitativen Content liefern. Das ist aber auch Murmel-Murmel-Podcast. Ja, genau. Wäre sehr einfach. Die Produktion hat geheißen Ohne Titel Nummer 1 und war so beworben als Comic-Oper oder Opern-Comic. Ja. Und das hat mich ja gereizt. Der Opern ist ja so mein schwaches Fach. Ich habe mir eigentlich so wirklich ernsthafte Oper vielleicht ein, zweimal in meinem Leben angeschaut und konnte damit jetzt nicht so viel anfangen. Und das hat eigentlich ganz witzig geklungen. Ist eine Produktion, die bei der Berliner Volksbühne ursprünglich aufgeführt worden. Darüber haben sie diese, das ist so das Symbol. Ein Rad mit Füßen. Haben sie darauf ausgeteilt, diese Streichhölzer. Holy shit. Das ist ganz süß. Und eine Stunde 40 hat es gedauert, ohne Pause. Es war relativ flott. Man hat sich währenddessen nicht gelangweilt, aber was wurde eigentlich geboten? Du hast ein Bühnenbild gehabt, darauf war eigentlich nichts, nur ein Bretterfußboden und eine überdimensional riesig große Couch. Ja. Und auf den Seitenrändern war auch noch so Holz so projiziert. Das ist eigentlich so rein perspektivisch. Ein Zimmer sozusagen. Oder? Ja, aber eigentlich mehr ein leerer Raum mit einer menschenübergroßen Couch drinnen. Ja. Und das natürlich in Verhältnis zu den Menschen, die rumgetanzt haben, die haben halt so ausgeschaut wie kleine Puppen. Ja. Ah, okay. Es hat davor einen Orchestergraben gegeben. Dort waren zuerst einmal das Ensemble aufgestellt und jeder an Instrumenten. Und alle hatten so Glitzeranzüge an, die Frauen halt auch so Glitzerkleider und alle so Plastikperücken. So war die Aufmachung, ja. Und sie haben halt mit Musik begonnen. Und auch wie bei Murmel haben sie jetzt keine echte Sprache gesprochen, sondern so Fantasiesprache. Das ist Komik ohne verständliche Worte. Genau. Und die Handlung nachzuerzählen fällt mir relativ schwierig. Es ist so, dass dieses Ensemble hat jeder einzelne so einen kleinen Part gespielt irgendwie und Kunststücke hergezeigt oder
Also was hat zum Beispiel eine Schauspielerin, die hat irgendwie eine Gymnastik mit ihrer Zunge gemacht und hat das irgendwie hergezeigt. Jemand anderer hat irgendwie sich mit einer Frau auf die Couch gestellt und sie haben so getan, als wären sie Amerikaner und haben so amerikanische Fantasiesprache gesprochen. Ein anderer hat wieder so wienerische Fantasiesprache gesprochen und das war dann sehr slapstickig, also sehr viel mit Stolpern oder die Musik fällt aus und alle wippen dann im gleichen Takt wie mit der Musik hin und her. Was soll ich daraus ziehen? Also, gelangweilt habe ich mich nicht. Es wurde wenig gesungen. Für mich hätten sie mehr musikalisch irgendwie rumspielen können. Ich habe mir diesen Opernanspruch vorgestellt, dass jetzt mit der Musik mehr interagiert wird. Ja? Und das war schon auch Teilthema, weil die Schauspieler teilweise in den Orchestergraben wieder zurückgefallen sind und gekraxelt haben und versucht haben, sich wieder hochzuarbeiten und dann so auch so pantomimische Slapstick-Stücke vorgebracht haben. Es ist ein bisschen, weiß ich nicht, kennst du die Serie Muppet Babies oder so, die es früher mal gespielt hat? Oder wenn man den Ding zuschaut, den Teletubbies ist auch kein schlechter Einwand, aber diese Sims oder solche Sachen, wo man auch nicht genau versteht, genau, was sie sagen, also sind so kleine Wesen, die sich putzig bis verzweifelt irgendwie aufführen, ihre Kunststücke herzeigen und ich weiß nicht, wenn man weit greift und irgendwie in den Interpretationskasten reingreifen können, ist irgendwie so, ja, sie wollten so verschiedene Facetten der Schauspielerei und das Fremdgesteuerte, also so, sie müssen immer so nach der Musik tanzen und wollen teilweise aber auch aus diesem Konzept der Fernsteuerung ausbrechen, verzweifeln auch ein bisschen daran. Aber also, das ist so wie ein Let's Play von Sims, aber mit echten Schauspielern, ohne Interaktion. Ja, man könnte es ein bisschen, okay, ja, ein bisschen so beschreiben. Klingt also nach Kunst. Es hinterlässt mich etwas ratlos. Was man gut zugute halten kann, es war wirklich nicht langweilig. In dem wie hat Sinne. Das Publikum dann reagiert? War das so typisches Opernpublikum mit also Monokel und Zylinder? Also ich war jetzt, es war teilweise auch wirklich, es hat sehr variiert von den Kunststückchen, die sie gezeigt haben. Also einer hat dann wirklich dann auch, da wurde dann auch wirklich, weiß nicht, Fäkalhumor gezeigt, der hat dann irgendwie nur so Furzgeräusche gemacht und so. Also da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ja, kann man machen, muss man nicht machen, naja. Wo bleibt die entsetzte Boulevardkampagne mit unserem Steuergeld? Das ist vorbei, nackert ausziehen, Furzgeräusche, das kannst du alles abschreiben, ist im Theater alles schon gemacht worden, das lockst du keinen mehr. Das Österreich ist das nicht kann mehr nicht erregbar. Ja, das ist nur noch schwer. Also wie gesagt, das hat mich unterhalten, aber ich konnte jetzt von diesem Abend jetzt nichts Bleibendes mitnehmen. Und hast du das Comic war jetzt so, also waren irgendwelche Comic-Hintergrundbilder dann? Oder? Das ist ja das Zweite, was ich dem angriff. Vielleicht war da war gar nichts mit Comic. Außer diese Plastikperücken und dass sie eben diese Fantasiesprache gesprochen haben und dann halt auch eher so Slapstick-mäßige Sachen aufgeführt haben. Nein, und das war mir auch dann zu schwach als Klammer ums Comic herum. Weiß aber nicht, im Titel der Oper kommt das ja nicht vor, das heißt ja ohne Titel Nummer 1. Ob das jetzt nicht schon vom ob das auch vom Kunstfeuilleton irgendwie da schon so hingeschrieben wurde, einen Titel-Etikette zu finden. Weil auch der Comic-Anspruch ist eigentlich in meiner nicht vorhanden. Weil ich stelle mir da gerade vor, man könnte mit Comic da tolle Sachen machen. Irgendwie halt so ein Comic-Panel riesengroß projizieren, wo die Leute dann raustanzen oder so, das, oder musikalisch das, meine, also das durch vorlesen. Genau lassen. Das mit dem Pendeln und mit dem Durchbrechen und so, das hätte ich mir auch schon gedacht. Da soll es jetzt gerade ein paar gute Computerspiele geben, die so aufgebaut sind. Tja, dann werden wir Nerds das eben machen und die Künstler nichts sagen. Es ist, naja, wie gesagt, also muss ich zugute halten, es hat schon unterhalten, aber ich konnte halt nichts rausnehmen. Okay. Ja, das war so meine Wiener Festwochen. Jetzt sind es leider vorbei wieder. Bis zum nächsten Jahr. Ja. Okay. Da ihr mir ja Massive Chalice zukommen habt lassen. Ja, erzähl mal, hast du schon gespielt? Ja, ich habe es schon gespielt. Okay, ein paar Runden. Es ist ein ziemlich deprimierendes Spiel, das muss ich vorwegnehmen. Es hat als Grundprämisse etwas Deprimierendes, die Stimmen, die man hört, sind immer positiv aufgebaut, aber die Musik und die Thematik ist negativ. Es ist ein sehr schön animiertes Spiel. Es ist was anderes als XCOM, womit ich es am ehesten noch vergleichen würde, weil es dasselbe Spielprinzip ist. Also es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Taktik.
Taktik, genau. Wobei man zwischen den einzelnen Runden noch Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel bei XCOM ist es ja, dass die Basis man ausbauen oder genau bei Antrag darfst du auch so den Thronsaal ausbauen. Und richtig, so, ne? Genau. Man kann weitere Burgen, Forschungsburgen. Ist auch so eine kleine Strategiekomponente. Genau. Und die ist gar nicht mal so einfach, weil man das ganze Spiel ist über viele Jahre hinweg. Viele Jahre passiert nichts und dann kommt irgendetwas. Ein Kind wird geboren, weil man in eine Burg angelegt hat und gesagt hat, so, hier ist der Fürstin oder Fürst, ich glaube, es ist auf Deutsch Fürst, regiert hier und die haben ein Kind gezeugt. Und nach 14 Jahren oder nach 16 Jahren kann man dieses Kind nun trainieren. Dann hast du einen neuen Ritter sozusagen. Oder? Genau, richtig, einen neuen Krieger. Es gibt zum einen bei den Taktik-Strategie-Runden den einfachen Krieger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, den Alchemisten und den Bogenschützen. Die drei Kategorien gibt es. Und man kann sich auch diese heranziehen. Also man entscheidet, nehme ich jetzt... welches Paar nehme ich jetzt zusammen? Du kannst damit ein bisschen Genetik bekommen. Betreiben. Und richtig, genau. Man muss es sogar tun. Eine Generation von Superbogenschützen züchten oder so. Das bedeutet allerdings, dass man dafür einen Krieger verliert, weil man muss Krieger abstellen, um Kinder zu bekommen. Heim- und Kinderdienst. Ne? Ja. Tja. Sie sitzen im Thronsaal ziemlich gelangweilt mit dem Kinn auf der Faust und das drückt schon einiges aus, das sie eigentlich nicht so gerne wollen. Sie würden lieber kämpfen. Der große Feind ist derselbe wie in XCOM im Endeffekt, Aliens. Und sie sehen auch alienhaft aus, aber nicht so wie in XCOM, sondern anders. Also das sind doch mehr so Dämonen oder so Fantasy-Setting oder heißen es wirklich Außerirdische? Ich würde es schon eher als Außerirdische ansehen, weil sie sind so wie aus, ja, die Gorn sind jetzt nicht gerade dabei, aber es sind unsympathische Hullenbrut. Ja, also die Köpfe könnten aus Star Trek kommen, während der ganze Körper dann auch aus Star Wars kommen könnte. Also Klonkrieger gibt es nicht, aber sie sehen ziemlich alienhaft aus. Ich glaube, es werden auch als Alien bezeichnet. In irgendeiner Beschreibung habe ich es mal gelesen. Zu dem Taktischen, überhaupt zum Spielerischen. Passt auf mit dem Alchemisten. Nicht zu nah rangehen an den Gegner und dann die Bombe werfen, weil der stirbt. Aria-Schaden, ne? Das ist mir direkt mal passiert. Also das Spiel macht Spaß, aber macht euch gefasst, es ist ziemlich deprimierend, das ganze Spiel. Also dieser Unterton ist nicht positiv, sondern wirklich sehr negativ. Und hast du es dann geschafft, irgendwie Erfolg zu haben und mehrere Burgen zu bauen oder so? Oder das Land komplett zu befreien? Befreien, soweit bin ich noch nicht gekommen. Aber man hat im Prinzip, meistens ist es so, dass an zwei Gebieten gleichzeitig die Alien angreifen, nicht in einem Gebiet. Mhm. Und man muss sich dann entscheiden, welches Gebiet nehme ich jetzt und verteidige dies. Und das andere ist? Ist verloren. Aha. Aber man hat drei Punkte im Endeffekt. Wenn man diese drei Punkte verloren hat, aber so weit bin ich noch nicht gekommen, dann hat man das Gebiet eigentlich verloren. Jedenfalls interpretiere ich das so. Mir ist es noch nicht passiert. Aber ja, es ist die meiste Zeit hat man am Anfang eigentlich mit Thronen, Burgen, Nachkommen zu tun. Und ich habe jetzt, glaube ich, mal dreimal überhaupt erlebt, dass der Gegner mich angegriffen hat. Also es ist noch ziemlich früh im Spiel. Ich weiß nicht, wie viel mehr kommt. Ist auch wie bei UFO so, ne? Man baut da seine Basis in Ruhe und so ist dann ein Einsatz. Also man klickt irgendwann einfach an und jetzt bitte vorspulen und dann passieren die Jahre so einfach hinweg. Und gerade der 23-jährige Jüngling, wo man sich gedacht hat, nee, den vermittle ich jetzt nicht, ist plötzlich dann schon 50.
Ja, also ich habe auch schon erlebt, dass sie gestorben sind. Als es dann, ohne es Nachkommen gezeugt zu haben. Doch, mit Nachkommen. Also, und schon. Ich habe dann der Frau den neuen Mann gegeben, damit sie weitere Nachkommen. Also von selber können die nicht heiraten. Du musst alles bestimmen. Man bestimmt selber alles. Ja. Game of Thrones so ein bisschen. Ne? Ja, es hat tatsächlich etwas von Game of Thrones, aber nicht ganz so stark, weil man ist selber der König und man kann nicht vom Thron gestoßen werden. Also man ist der unangefochtene, wer ist das nochmal bei Game of Thrones, der nicht Tyrion, oder? Also Lannister. Achso, der alte Lannister. Genau, der alte Lannister, der im Prinzip alles regiert hat, weil er seine Söhne, seine Enkelkinder kontrolliert hat, die dann alles kontrollieren sollen. So. Aber man hat auf jeden Fall so ein strategisches, wer darf wen heiraten, Element. Ne? Genau, ja. Also es ist nicht gerade einfach. Die Grafik ist bunt, positiv gestimmt, der Unterton ist negativ. Interessante Mischung. Und das Ganze mit Aliens und ein Schuss Game of Thrones, das ist ja... ja, das klingt zumindest interessant, ja. Ich muss sagen, ich habe es mir auch gekauft, weil mir auch das Video vom Tim Schäfer so gut gefallen hat, weil das ist ein Tim Schäfer crowdfunded hat, ja. Und Double Fine. Ich habe es jetzt aber erst zweimal geschafft, das ein bisschen anzuspielen. Beim zweiten Mal ging es mir ein bisschen besser. Aber ich habe dann aufgegeben, wie ich in diesen meine ersten Übungsgefechte gewonnen habe. Das habe ich gerade noch gecheckt. So die, der rundentaktisch da meine Chemieflaschenwerfer zu positionieren. Ja. Und dann bei dem Thronraum bin ich dann einfach gescheitert, weil zu viele Optionen waren. Ich habe keine Lust gehabt, mich da jetzt reinzutigern, was ich da wo tun muss. Hat dich die Komplexität abgeschreckt? Ja, es war dann irgendwie, es hat mich nicht so angesprochen. Auch der Grafikstil, es hat so eine ganz eigene, eigentlich eh komikartige Anmutung, würde ich sagen. So eigener Grafikstil. Also es ist nicht so auf typischer Fantasy-Realismus, sondern es ist alles so ein bisschen abstrakt und alles so ein bisschen kantig und eckig. Ja, genau. Das dürfte generell so ein bisschen Markenzeichen von Double Fine-Produktionen sein. Ich habe ja über das Decking erzählt, dass ich diese Babuschka-Ästhetik hatte. Und jetzt ist ja der zweite Teil, den habe ich auch noch im Köcher, den habe ich noch nicht gespielt, das Broken Age, dieses Adventure, das er auch gecrowdfunded hat. Und da ist jetzt rausgekommen. Da war ja seine erste Crowdfunding-Kampagne. Das genau, ist richtig, fertig, die war oder? So wahnsinnig. Das hat lange gedauert, bis der zweite Teil ist. Ich glaube, ich sollte den ersten nochmal spielen, und dann wirklich genießen zu können. Da werde ich auch mal berichten. Ich kann noch schnell einwerfen, bei Steam, noch ein crowdgefundetes Spiel bei Steam, vor dem ich jetzt eine Warnung ausspreche, das ist so ein Master of Magic Nachfolger. Also man muss dazu sagen, Master of Magic ist so ein Civilization Nachbau, Klon, aber mit Magie und zwei Ebenen und taktischen rundenbasierten Kämpfen. Und der ist, glaube ich, 1992 oder so oder sogar 89 herausgekommen oder Anfang der 90er Jahre und war damals auf MS-DOS. Und das war eines meiner Lieblingsspiele. Das habe ich semesterlang nonstop gespielt und so. Ja, und das hat mir total getaugt. Und das hat immer sehr viel, also es hat eine sehr treue Fangemeinde gehabt, aber das Spiel war halt aufgrund der Technik auch limitiert. Es hat gewisse Sachen nicht können und es haben immer wieder Leute versucht, einen würdigen Nachfolger halt zu bauen. Meines Wissens nach gibt es keinen, der wirklich halt diese Begeisterung ausgelöst hat. Ja. Und jetzt war da halt so eine, ich glaube, ein polnisches Programmierteam und die haben das dann mit Unity programmiert, also es läuft auch auf Linux und ich habe das jetzt wirklich zweimal schon versucht zu spielen. Es ist noch nicht 1-0, aber es ist halt schon spielbar und jedes Mal habe ich es dann wieder bleiben lassen. Also nicht, weil die Figuren schier ausschauen und so, das passt alles und man kann zoomen und die Grafik ist okay und so, aber ich möchte halt, ich habe halt gewisse Erwartungen, ne, wie etwas zu funktionieren hat. Die Mechanik. Ja, und wenn ich auf der Strategiekarte bin, möchte ich wohl einen großen Knopf, wo steht End of Turn, dass der nächste Turn ist. Ja. Den finde ich nicht. Da muss ich irgendeine Taste drücken, die ich mir nicht merke. Und wenn ich irgendwelche Armeen von Punkt A nach Punkt B schieben will, dann mag ich da einmal klicken und nochmal klicken. Und dann sollen sie laufen und so. Und ich mag nicht klicken und dann passiert nichts und dann klicke ich woanders und dann passiert wieder nichts und dann laufen plötzlich so eine hackelige Armees herum. Ja, oder ist mein Computer zu langsam? Ich, keine Ahnung. Aber es ist einfach schade, weil man sieht, es ist sehr viel Arbeit reingegangen, die Grafik da schön zu machen und die Einheiten zu designen. Und dann stört mich aber der Spielfluss. Ne? Und das ist schade. Genauso ist es mir gegangen beim Jacked Alliance Nachfolger. Das war auch crowdfunded. Ja, ja. Auch so mit moderner Technik, auch mit der Unity Engine. Also überall merkt man es, weil die kann keine Hexfelder oder die Programmierer können es nicht. Das sind alles immer so kleine quadratische Felder. Super, superbe, opulente Grafik. Und
ich bin aber gewohnt, Jagged Alliance zu spielen. Das ist auch so ein Turn-Based Squad Combat-Spiel. Sehr UFO-mäßig, ja. Also das hat halt so ein Söldner-Mercenary-Feeling gehabt und alles so nachgebaut, aber die Söldner sind jetzt einmal nicht die Söldner, die ich von damals kenne, aber das würde ich noch verzeihen. Ja, und B, ich klicke halt umeinander und es ist nicht so, wie ich es gewohnt bin. Also ich möchte mit einem Rechtsklick, dass der da hinläuft und mit einem anderen Klick schießt und stattdessen klicke ich da dreimal und dann passiert nichts und dann finde ich den End-of-Turn-Button wieder nicht und das verdirbt dann halt die Freude. Und ich nehme fast an, jemand, der die Originalspiele nicht kennt und sich in diese Nachfolge einarbeitet, hat sogar leichter. Ja. Okay, das ist so, das kann man ja bringen. Schon damit schließe ich es ab. Einen Master of Magic-artigen Nachfolger gibt es, das ist die Age of Wonders-Reihe. Da ist jetzt der dritte Teil auch rausgekommen. Mhm. Oder vierte Teil. Okay. Oder dritte, ja. Also es ist nicht ganz dasselbe, aber es ist halt immer wieder das Thema, du bist so der mächtige Game of Thrones allmächtige Herrscher und schickst da deine Armeen rum und gründest Städte und hebst neue Armeen aus. Also Civilization in einer Magie-Welt mit etwas detaillierteren Taktikgefechten. Ich kann vielleicht noch anhängen, nur weil es mir beim Humble Bundle jetzt aufgefallen ist von Torchlight 2, das ist auch so ein Rollenspiel, das glaube ich eher in Diablo-Richtung gibt. Gibt es jetzt auch eine Linux-Version? Ja, habe ich schon gespielt. Ja, was? Wirklich? Hast du schon gekauft? Hast du gekauft beim Humble Bundle? Oder? Nein, die hat mir jemand geschenkt, der hat das irgendwie doppelt gehabt. Ja, auch nicht gewusst. Hast du auch schon reingespielt? Ja, oder? Ich habe sogar ziemlich weit schon gespielt, aber also das liegt wahrscheinlich eher an mir. Mir war die einfachste Stufe zu langweilig, da habe ich dauernd gewonnen und dann auf normal und hart sterbe ich dauernd. Also, entweder ich bin zu doof oder... Es ist dann halt so, man spielt die ersten Level ganz gemütlich durch und dann ist halt eine Progression, wo man auch mit sehr geschickt zaubern, ich zumindest trotzdem immer sofort stirbt und vielleicht falsch geskillt oder so. Aber es ist, wie du sagst, dieses Diablo-Feeling und läuft gut unter Linux. Im Gegensatz zum Torchlight 1, das hat unter Linux immer so sehr lästige Grafikfehler gehabt. Die waren nicht... Also man hat es trotzdem spielen können, aber ich glaube, wenn man rangezoomt hat, war das Gesicht weg vom Hauptdarsteller. Das ist halt blöd. Ne? Nicht zuträglich zur Immersion. Der gesichtslose Held. Ja. Also du hast den eh kaum gesehen. Meistens siehst du ihn eh von hinten, ne? Weil er so rennt. Aber es war halt so ein Stück lieblos. Ne? Und das Zweier läuft wirklich sehr, sehr flüssig. Oh, super. Also wer gerne lootet und kämpft und herumrennt. Und für den ist das was. Ja, ich habe es mal überlegt, aber ich stecke ja immer noch bei Avernum, Pitfall, das ist ein Android-Tablet-Rollenspiel. Mhm. Und ja, da habe ich ja mal, weiß ich nicht, über 20, 30 Stunden reingesteckt und jetzt hat mich irgendwie die Lust verlassen. Keine Ahnung, vielleicht spiele ich es irgendwann mal fertig. Ich würde noch gern zwei Bücher machen. Habt ihr noch was, um mich zu unterbrechen? Ja, ich habe noch den Wuthenklar. Also würde ich sagen, du bringst mal ein Buch, dann springe ich rein. Passt. Und dann schließt du ab. Okay. Gut, dann mache ich das weniger gute Buch jetzt in der Mitte. Mhm. Und zwar, das heißt Sex Life of Siamese Twin, also das Sexleben von siamesischen Zwillingen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Autor bitte in den Shownotes nachlesen. Und das ist jetzt U-Literatur, also so unter so ein, was man sich am Bahnhof kauft und so. Mhm. Und ja, haben wir einen Freund ausgeborgt und so, hat gesagt, ja, liest das, siehst du, voll systemkritisch auf USA und so. Ja, ja und worum geht's? Es ist so ein bisschen ein, wie soll ich mal sagen, so ein Sex-Fitness-Schocker, so würde ich es jetzt beschreiben. Und zwar spielt es eigentlich ziemlich in der Jetztzeit, das ist angenehm, also es kommen Dinge wie Quakeslist vor und die Leute können mit dem Internet umgehen und so. Mhm. Also man merkt, das ist halbwegs aktuell und es geht um eine sehr, sehr, wie soll man sagen, fluchende und harte Fitnesstrainerin und die hat in Miami, USA, hat sie diesen Job, dass sie die übergewichtigen, fetten Leute im Trainingszentrum wie so ein Drill Sergeant herschleift und denen sagt, was sie essen dürfen und auf welcher Maschine sie was machen müssen. Und weil ihr die halt immer am Nerv gehen, weil sie heimlich Schoko futtern, anstatt ihre Diätpläne einzuhalten, tut sie dann aus Bosheit die Laufmaschine schneller drehen, bis die fast einen Herzkasperl haben und so. Ein Bootcamp, glaube ich. Ja. Das wurde jetzt in den Medien jetzt öfter schon gezeigt. Ja, also sie arbeitet so als freischaffende Trainerin und geht dann in die Fitnesscenterin und die Leute nehmen Stunden bei ihr. Sie sind nicht eingesperrt im Camp, aber du sprichst es schon an. Es geht natürlich in die Richtung und sie ist halt so voll hart und wenn irgendein ein Bettler sie anschnurrt, gibt es ihm stattdessen eine Visitenkarte, weil sie findet, dass seine Figur schlecht ist und dann wird es ihm auch besser gehen. Also so komplett dieser, du bist selber schuld an deinem Unglück und also dieses amerikanische, jeder ist seines Glückes Schmied und halt auch umgekehrt seines Unglücks. Ne?
Und es spricht halt so heraus, diese komplette Werthaltung. Es gibt nur die Fitten, also die was gut ausschauen, und die sind dann auch irgendwie überhaupt würdig. Und der Rest sind halt so die absoluten Untermenschen, die jetzt irgendwie nicht gut genug ausschauen oder halt blatt sind oder sich gehen lassen, weil die sind alle voll selber schuld und dass sie Dreck fressen und sich nicht bewegen und so und also Ausreden eine haben. Wirklich sympathische Persönlichkeit. Ja, ja, und dann machen wir und aus ihrer Perspektive halt, und alles ist halt jedes zweite Wort fucking und also ganz schlimme Schimpfwörter dabei, wenn es nur irgendwen beschreibt. Ja. Ja. Und es fängt halt so an, dass sie, ja, sie fährt Auto und es ein Mann läuft ihr entgegen, also auf der Autobahn laufen ihr Leute entgegen, einen fährt es dann fast nieder, aber ja, er läuft trotzdem weiter, und dann kommt noch ein Typ und tut dann mit einer Pistole auf die Flüchtenden schießen, und sie steigt aus und tut so mit Karate-Kicks den mit der Pistole voll niederprügeln und wird dabei gefilmt, und dann wird sie so eine kleine Berühmtheit und kommt auch in den Medien vor, also die Frau, die sich am Highway wehrt, und das hat dann natürlich den Urtwist, weil den sie niedergeprügelt hat, das war ein Opfer von so Kinderschändern, und die Leute, die vor ihm weglaufen sind, waren die Kinderschänder, und er war da gerade auf seinem Rachefeldzug und sie hat den gestört, das heißt, die ganze öffentliche Meinung dreht sich dann gegen sie, weil das ist natürlich auch so, darf man mit einer Pistole herumlaufen und diese Gandas, und ja, und sie ist dann praktisch gezwungen, sich vor ein bisschen zurückzuziehen, weil ihr Haushalt von Reportern belagert wird und so, und das geht ja natürlich auch alles am Arsch, und sie vertrischt dann den Kameraleuten, die sie so abpassen, vertrischt sie dann die und haut ihnen die Kamera weg, also führt sich halt Paparazzi so auf. Ja. Und worum geht's? Sie hat eine Klientin, die sie da fotografiert hat, die wird dann bei ihrer Klientin und so, und die nimmt nicht genug ab, ja, obwohl sie da alles vorschreibt, und sie stellt die auf die Laufmaschine und tut sie quälen in dem Fitnesscenter, und dann hat die sogar so ein bisschen Ehrgeiz, das bewundert sie an ihr, also die gibt nicht sofort auf, und aber sie ist immer so jämmerlich und weak und weak-minded, und sie kontrolliert natürlich immer alles so mit Zahlen. Und dann sagst du, das gibt's nicht, die trainiert so und so viel, die müsste schon viel mehr abgenommen haben. Mhm. Und dann, jetzt geht's die zu Haus besuchen, freundet sich so an mit ihr und tut dann heimlich ihren Müll durchstöbern, ob sie nicht irgendwelche Kekse frisst heimlich. Geht dann weg, schleicht sich wieder hin, beobachtet sie die Nacht, ob es nicht Keks isst, obwohl sie ruft sie dann an, tust du Kekse essen? Also, voll Psychoterror. Und trotzdem nimmt die nicht genug ab. Sie nimmt sogar ein bisschen ab, aber eben nicht genug. Und sie fühlt sich so in ihrer beruflichen Ehre gekränkt. Ich erzähle das jetzt das ganze Buch. Nein! Nicht ganz fertig. Nein. Die Leute schon noch ein bisschen. Also nicht bis zum Ende. Also ich möchte nicht unbedingt, dass sich das jemand kauft. Ich möchte das ersparen. Okay, das ist nicht so gut. Okay, sonst einfach weg. Nein, es ist schon gut, sonst würde ich jetzt nicht so viel drüber erzählen. Okay, ja, dann eben okay, also nicht ganz spoilen. Okay, vielleicht. Ich versuche etwas nicht komplett zu spoilen, auf jeden Fall das Lustige ist. Und das ist jetzt in der Mitte vom Buch. Sie fühlt sich immer, es macht dann irgendwie so Klick, also sie sieht rot, ne? Und sie backt das jetzt nicht, dass diese Frau nicht funktioniert. Also sie wird es backen, dass die aufgibt, und dann wäre sie so abgeschrieben. Aber sie sieht, die will ja, aber sie wird nicht. Und bevor sie jetzt irgendwie daran denkt, dass vielleicht ihre Diätpläne nicht funktionieren oder ihre Diät, das geht überhaupt nicht, also das muss gehen, weil das ist ja Expertin, sagt sie, der Grund des Scheiterns ist, dass sie nicht die totale Kontrolle hat. Weil irgendwas macht die wahrscheinlich heimlich nachts Schoko essen, und sie muss jetzt für totale Kontrolle sorgen, und das tut sie halt, und das geht jetzt genau wie du hast. Also sie tut die wirklich kidnappen und mit einer Kette an ein Bett und gesund Kost und nur noch die Laufmaschine, und ja, daraus entwickelt sich dann halt so ein Gefangenen-Drama, wo es dann... Es klingt sehr überzogen satirisch, also ist es das, was dann, wie dein Freund gemeint hat, irgendwie so die amerikanische Gesellschaft mit, also man Medienkritik muss, auch... Wenn man die ganzen sexuellen, Entschuldigung, sind dann noch sehr viele heterosexuelle und lesbische Sexszenen reingeworfen, in allem Detail wahrscheinlich, damit es sich noch besser verkauft. Wenn man das alles wegkratzt sozusagen, dieses ganze Voyeuristische und Schimpfige, dann kommt schon ein bisschen raus diese Haltung, so dieses, du musst funktionieren, du musst so und so viel BMI haben, du musst das und das leisten, also dass die Gesellschaft halt nur nach Zahlen funktioniert, und es kommt auch sehr schön raus in den Aufrissbeschreibungen, also sie geht dann zur Erholung immer in diese Nachtclubs in Miami und reißt sich halt irgendwen auf für Sex, und das geht auch nur rein nach Aussehen und so, und ja, es ist halt so diese super extrapolierte Oberflächlichkeit. Okay. Und zur Versöhnung gibt es dann so ein, es geht dann so in Richtung Happy End, also wird sie noch sympathisch? Ja, also es, am Schluss nimmt da sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Bosheit raus. Also es hat dann ein, das kann man schon sagen, es endet dann eher versöhnlicher. Okay. Nicht, ja.
Wer nicht gespoilert werden möchte, ja, sollte jetzt 10 Stunden vorspulen. Nein, nein, also aus, ich bin schon fertig. Ja. Also Sex Life of Siamese Twin. Ja, wenn man es sehr günstig kriegt und kann man was lesen will, ist es dann so, wow, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Das hat es schon, aber... Page-Turner-Qualitäten. Das schon, ja, ja. Und halt auch so ein bisschen, wow, bin ich froh, dass ich nicht in den USA lebe. Ne? Das auch, ja. Und sonst, ich habe so das Gefühl, man nimmt ab einfach vom Lesen von diesen Fitnessübungen, die da beschrieben werden in aller Härte. So, wenn man das liest, ist man schon so fertig, dass man schon von... Körperspannung. Ja, ja, dass man schon ein bisschen sich wegschwitzt. Aber ja. Bin ich froh, dass ich der vollschlanke Typ bin. Ja, Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan is nothing to fuck with. ich war am Konzert. Ja. Ja. Wolltest du noch was sagen zum Konzert? Nein, nein, nein. Ich versuche jetzt zu kapieren, was Wu-Tang Clan heißt. Wu-Tang Clan. Das ist eine amerikanische Hip-Hop-Gruppe in New York gegründet. Es besteht aus mehreren Rappern, die selber auch sehr erfolgreiche Einzelkarrieren gestartet haben. Ich glaube, ich kann sie, ob ich sie jetzt alle zusammenkriege. Ich habe sie jetzt auch nicht so, da ist der RZA, der GZA, der Method Man, der Ghostface Killer, der Raekwon, oder wie er heißt, ist auch noch dabei. Old Dirty Bastard war dabei, R.E.P. Old Dirty Bastard, und die haben jetzt Konzert gespielt, und das seit langem, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie schon überhaupt mal in Österreich gespielt hat, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren sie ewig lang nicht da und haben jetzt auch lange keine Platte mehr gemacht. Jetzt haben sie eine neue draußen, der Better Tomorrow. Und da ich einer meiner vielen musikalischen Standbeine, eben auch Rap und Hip-Hop, und da habe ich so im Kreis von anderen Hip-Hop-Hörern, ehemaligen, hat sich das so herausgebildet, dass man sich da doch Karten kauft rechtzeitig, weil das war natürlich weg wie die heißen Semmeln. Und, also die Rap- und Hip-Hop-Szene in Wien ist groß genug, also dass die dann alle hinströmen. Es hat stattgefunden in der Arena. Ja. Und die Arena ist relativ groß, wenn man das kennt, ein ehemaliges Fabriksgelände. Es war bummvoll. Okay. Es war wirklich, so voll habe ich es noch, ich habe es noch nicht so erlebt. Mhm. Ja. War ein Open Air und es war zwar Regen angesagt, aber es war schönes Wetter. Und das alleine war ja für mich ja eigentlich schon ein fantastischer Abend deswegen, weil ich die Arena als Location so gerne mag. Und weil ich dort noch eben, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber noch nie ein Open-Air-Konzert dort erlebt habe, sondern immer nur in den Hallen. Und das hat mich halt sehr gefreut. 50 Euro hat das gekostet. Sie haben... Schon, ist das viel für ein Konzert oder eher wenig? Heutzutage ist es trotzdem ein bisschen, für mich ist es teuer. Schon teuer, ja. Aber man muss schon sagen, dass die Live-Konzerte von berühmten Gruppen jetzt generell einfach in die Höhe getrieben worden ist. Also bis 70, 80. Und für ACDC ist ja dann schon... Wegen die nichts zahlen wollen für Platten. Naja, da geht es dann halt hoch für die Live-Konzerte. Ich finde das jetzt auch nicht so... Ich habe die 50 Euro, weil ich das irgendwie so gedacht habe, so jetzt nochmal Wu-Tang Clan schauen. Ich war jetzt nie so ein riesig großer Fan von ihnen, aber so ein paar Hits mochte ich sehr gerne von ihnen und habe mir das angeschaut. Sie haben amtlich gespielt, ich weiß nicht, schon ein bisschen was über eine Stunde. Was mich ein bisschen enttäuscht hat. Aber wenig, oder? Naja, es ist schon... War mit vorgekommen? Nein, ich weiß nicht, was 1,5 Stunden oder so. Okay. Aber auf jeden Fall keine Zugabe, das war relativ knapp dann irgendwie so abgecuttet. Und ich habe mir schon während dem Hören gedacht, komisch, die Stimmen. Ich habe mir noch die neue Platte angehört. Erstens haben sie von der neuen Platte nichts gespielt, also mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, und zweitens sind mir die Stimmen irgendwie nicht so bekannt vorgekommen, ja? Und ich war jetzt nicht auf einer Position, wo ich es genau erkennen konnte. Ein, zwei, glaube ich, habe ich mir eingebildet erkannt zu haben, aber in den Kritiken, die ich dann auch darüber gelesen habe, ist so, dass vom originalen Clan waren der GZA und der Ghostface Killer da, und Rest waren irgendwie engagierte Hilfsrapper, die anderen haben einfach abgesagt, ohne einen Grund anzugeben oder so. Ja. Das ist halt eine praktische Geschäftsidee auch so, Clan, ja, kannst du auf Tour gehen und zu Hause in deiner Villa irgendwie Playstation spielen. Also ein bisschen abgezogen bin ich mir schon vorgekommen dabei. Wurde aber dadurch versöhnt, dass es einfach ein wirklich schöner Arena-Abend ist. Also wer die Arena nicht kennt, der sollte mal dorthin schauen, einfach mal U3 Erdberg aussteigen und dorthin hinlatschen. Ich habe da nachher noch in diesem kleinen Punkbeisel ein bisschen Zeit verbracht und so, und war in meinem Element. Und zur Wu-Tang Clan selber muss ich sagen,
Die Platten, die sind ja, höre ich immer noch sehr gerne irgendwie. Allerdings das Live-Konzert hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also ich glaube, da ist man, vielleicht wenn man so kleinere Konzerte besucht oder im B72, haben wir auch gedacht, vielleicht mal wieder ein bisschen die österreichische Hip-Hop-Szene ein bisschen einhören, so Mieze Medusa in der Richtung. Im B72 sind öfters, glaube ich, so Open-Mic-Nights und so. Vielleicht, dass ich dass mir mehr zu Passe kommt als so ein Riesen-Event, wo dann irgendwie Bierstand und T-Shirts verkaufst, aber irgendwie nicht so der Funke übergesprungen ist, zumindest bei mir. Naja, ich habe trotzdem Kopf genickt, was soll ich sagen? War schon in Ordnung. Du hast mal für die Musikindustrie was getan. Ja, gehe ja gern auf Konzerte. Ja. Ich habe auch was zum Wu-Tang Clan. Ja. Und zwar, wir haben ja letztens im Musikwissenschaftlichen Institut hausiert und haben eine Samba-Gruppe gehört. Ja, ja, ja. Und ich habe früher mal in meiner Kindheit Samba gespielt und hatte einen Samba-Lehrer, Tommaso Kiernik. Der hat bei Medicamento gespielt. Medicamento war eins der größten, besten Samba-Gruppen in Europa. Die kommen aus Rotterdam oder Amsterdam, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall aus den Niederlanden. Okay. Und die haben mehrere Alben schon aufgenommen und ein Album mit Wu-Tang Clan. Mhm. Also mit ein paar Leuten, ja. Da hört man dann Samba-Rhythmen und gleichzeitig einen Rap. Ah, schön. Und ja, es ist Samba hören war nie meine Welt, eher das Spielen war meine Welt, aber die CD habe ich trotzdem des Öfteren schon gehört. Das klingt nach einem interessanten Crossover, ja? Samba, ja. Samba und Ding. Da ja, es gehört ja zusammen. Das ist nicht gehört, sondern das passt sehr gut zusammen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt eine Gruppe, die ich ja sehr gerne höre und gehört habe. Ich weiß nicht, ich habe aber länger keine Platte rausgebracht. Senor Coconut, sagt euch das was? Das ist ein Deutscher, der auch. Also ich weiß nicht, ob es Samba ist, ich tue mir damit den Genre sehr schwer. Er hat ein großes Orchester und spielt eben so, für mich würde ich sagen, Marengue und solche Rhythmen, lateinamerikanische Rhythmen. Und der covert halt auch Popsongs in dieser Richtung, wie zum Beispiel Around the World von Daft Punk oder so. Oder, und er hat ein Album rausgebracht, wo er ausschließlich Kraftwerk-Songs covert. Und das Ganze in diesem orchestralen Marengue-Stil. Und das finde ich heute noch fantastisch. Das Album ist. Und da kann man mal reinhören, weil ich, wenn man Kraftwerk mag oder auch wenn man es nicht mag, weil dann ist es auf eine sehr schön, angenehm zu hörende Weise aufbereitet. Also ich mag ja so musikalische Scherze und sowas ganz gerne. Ich kann sie ja mal mitbringen, die CD, ja, zum Anhören. Gerne, gerne. Ich hoffe mal, die sind ja Coconut, das macht man einen Tausch. Das hört sich aber nicht nach Samba an, wenn das Marengue. Also beim Samba gibt es zwar verschiedene, also falls jemand nicht weiß, was Samba ist, das ist im Prinzip die Musikrichtung oder der Musikstil, den man in Brasilien hört. Oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, spielt. Weil hören, das ist uninteressant. Das Spielen und das Tanzen ist ja Tanzen ist auch sehr interessant. Ja, Rio de Janeiro, da spielt man die Batucada. Dann gibt es noch Reggae, also Samba-Reggae. Das ist derselbe Rhythmus, wie man beim Reggae kennt, aber es ist Samba. Und es gibt noch andere Richtungen. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Richtungen, die haben eigentlich nur Rhythmen als Unterschied. Und man spielt die typischen Instrumente. Das besteht aus einer Repenik, das ist der Anführer sozusagen. Mhm. Der spielt mit einem Stock und mit der Hand auf einer ziemlich hohen Trommel, also so circa 40 cm hoch. 20 Zoll im, Quatsch, Entschuldigung, nicht 20 Zoll, circa 10 Zoll im Durchmesser. Der hat auch noch zusätzlich eine Pfeife im Mund und gibt ein paar Zeichen dann an, um dann den anderen zu sagen, was sie jetzt machen sollen. Eine Kaisha, das ist im Prinzip eine Snare, eine sehr stark gespannte Snare. Mhm. Eine Sodo, das ist ein 20 bis 26 Zoll großer Drum, fast einen Meter hoch. Und spielt man mit einem Schlegel, also einem gepolsterten Stock und der Hand. Eine Agogo, das sind die typischen Glocken, ding, 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 ding. Einem Shaker, das ist diese typische Rassel, die man hört.
die Perkussion. Richtig. Und ein Tamburim. Nicht Tamburin, sondern Tamburim. Das ist ein Schlaginstrument mit einem Fell drüber, das man mit einer Hand halten kann, sehr kleinem Durchmesser und hat keine Schellen oder sowas, sondern man schlägt drauf. Und das ist ein ziemlich lauter und marktdurchdringender Knall. Ein sehr schönes Instrument, finde ich. Und das sind die typischen Samba-Instrumente. Zusätzlich gibt es noch die Quieker. Das ist ein Instrument, wo der Name wirklich alle Ehre macht. Das ist ein, ein Holzinstrument, wo ein Schaffell drüber gespannt ist. Und es ist ziemlich kompliziert, aber in diesem Schaffell ist ein Stöckchen rein gearbeitet. Aber nicht so, dass da ein Loch drin ist, sondern das Fell wurde so bearbeitet, dass da sozusagen so ein Hubbel entstanden ist und das Stöckchen hat so einen Knubbel vorne dran und dann wird ein Band drum gewindet und das Fell gespannt. Es ist wirklich richtig stark gespannt. Und dann nimmt man einen feuchten Lappen, ein Wettex-Tuch oder sowas und reibt an den Stock. Und das gibt so ein richtig schönes quietschendes Geräusch, wie ein Schwein. Ich kann mich noch an ein Konzert erinnern, wo dem Quiekerspieler das Stöckchen gebrochen ist. Und es dauert wirklich Tage, bis das Ding repariert ist. Er hat die Geräusche mit dem Mund nachgemacht. Es war ein Highlight. Schön. Okay, aber was hast du gespielt? Ich selber habe mehrere Instrumente, also man spielt meistens mehrere. Man fängt an mit der dem Shaker, also dem ein Schelleninstrument oder einer Dose, wo Reis drin gefüllt ist oder Erbsen oder sowas. Dann habe ich Agogo gespielt. Das ist ding 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 di 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 di. Dann habe ich Kaisha gespielt. Das ist diese Snare, ziemlich stark gespannt. Und später habe ich auch noch Tamburin gespielt, weil das ist ein handliches Instrument, da kann man sich noch bei bewegen. Und in Wien bist du jetzt in keiner Samba-Gruppe dabei? Hier in Wien nicht. Ich habe aber hier in Wien einmal versucht, Anschluss zu einer Gruppe zu finden. Waren ganz nett. Das Problem war nur, die waren so weit weg von mir. Aber es gibt in Wien Dutzende Samba-Gruppen. Also wer Anschluss suchen möchte, wer mal Samba spielen möchte, hier in Wien gibt es wirklich ganz viele Gruppen. Die sind... Und die sind dann auch mit Tänzern koordiniert oder die spielen nur? Oder sind das? Die spielen nur in der Regel. Also tanzen, die Samba-Gruppen haben manchmal eine Tänzerin dabei. Zum Beispiel Medicamento hatte eine Tänzerin, Milka oder Milcha. Ich glaube, Milcha hieß sie. Das ist dann aber eine. Ich meine, die Leute, die Samba tanzen, die tun nicht automatisch zu den Gruppen gehen, die Samba spielen. Nee, da gibt es Festivals. Zum Beispiel in Coburg findet jedes Jahr ein Festival, jedenfalls in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob es jetzt noch stattfindet, wo ganz viele Samba-Gruppen auf der Bühne stehen an verschiedenen Orten. Man kann sich das so vorstellen wie das WGT für Sambistas. Also auf jeder Bühne oder das Donauinselfest für Wiener. Überall sind Bühnen und die Gruppen spielen. Sie brauchen auch keine Mikrofone und keine Lautsprecher. Das sind auch so laut genug. Man sollte sich auf jeden Fall Ohrstöpsel mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch auf dem Donauinselfest. Es gab letztes Jahr dazu eine Studie, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man dann da spielt und die Leute dann abgehen darauf, das ist ziemlich genial. In Köln gab es den Geisterzug, vielleicht gibt es den noch. Das ist ein Zug, wo Samba-Gruppen zu Karneval samstagsabends durch die Stadt ziehen und Samba spielen. Und die Leute da sind richtig ausgelassen. Sie freuen sich so richtig, wenn die Samba-Gruppe dann so richtig schön laut spielt. Und sie kommen in eine Art Trance. Also die Leute bewegen sich ekstasisch. Und das Besondere ist dann immer, wenn man dann unter einer Brücke steht und es so richtig schön schallt. Es ist nur noch Krach, aber die Leute gehen. Ja, also es macht einen Heidenspaß, Samba zu spielen. Ich kann es jedem empfehlen. Ich würde auch liebend gern hier in Wien wieder Anschluss finden. Aber ich habe noch keine passende Gruppe für mich gefunden. Ja, das klingt gut. Ich glaube, ich werde mir selber Samba-Nachhilfe mal hörtechnisch, zumindest um Unterscheidungen treffen zu können. Medicamento gibt es auch auf YouTube zu finden. Ja, das werde ich mir das aufschreiben. Die spielen verdammt gut. Cool. Also, ja.
Ich weiß, es gibt in Wien Leute, die treffen sich zum Tango tanzen. Die tun einfach einen Kassettenrekorder wo hinstellen und tanzen Tango, was ganz toll ausschaut. Ja. Aber hatten wir nicht hier die Samba-Geräusche bei einem der Genau, Podcast? Ja, ja, das war ja, ja, Folge 208. Die haben genau. Samba gespielt. Genau. Jetzt überlege ich nur, ob es so Leute gibt, die spontan dann solche Samba-Spieler aufsuchen, um einfach Samba zu tanzen. Die haben Groupies sozusagen, ja, Fans. Ja. Das haben wir nicht gemacht, aber wir sind spontan, also in Köln, ich glaube in Wien ist es genauso, man darf an einem Ort eine halbe Stunde spielen und dann muss man so weit ziehen, dass man einen nicht mehr an dem Ort, wo man vorher war, hören kann. Und da darf man dann wieder eine halbe Stunde spielen und so weiter und so fort. Beim Samba, das ist ja ziemlich laut, muss man ziemlich weit ziehen. Aber es war möglich. Wir haben auch in der Stadt dann gespielt und die Leute standen wirklich dann. Und die einen haben getanzt in der Mitte, wir haben die Leute reingelassen, damit sie tanzen konnten. Oder manche standen drumherum. Es war immer ein Heidenspaß. Ich glaube nicht, dass das in Wien so gut funktionieren würde. Ich habe das schon... Die Anrainerproblematik. Das gibt es auch in Köln. Aber ich habe auch schon eine Samba-Gruppe hier in Wien gesehen. Es stehen ziemlich viele Leute rum, aber für Wiener Verhältnisse ist es noch wenig im Vergleich zu Köln, wo dann wirklich wahnsinnig viele Menschen standen. Also wer Samba spielen möchte, sollte nach Köln ziehen. Dort gibt es die meisten Samba-Bands europaweit. Aber in Wien gibt es auch einige. Cool. Ich habe noch ein zweites Thema. Ja. Oder das drittes Thema, ich weiß nicht. kennt ihr, Moment, wie heißt der Film nochmal? Mad Max? Wie steht es eigentlich bei dir? Hast du ihn angeschaut? Ja, ich habe ihn einmal bisher gesehen. Ich glaube, ich werde mir nochmal reinziehen. Ja, da musst du dich ranhalten. Also ich habe im Heiden jetzt noch ein zweites Mal angeschaut und da ist es schon jetzt im Kino C. Das heißt, das ist schon eine relativ kleine Projektion. Es geht jetzt Richtung Ende, glaube ich schon. Also wir waren auch im Heiden Kino und der Saal war ziemlich leer. Also der Film, ich habe mir mehr erwartet. Ich habe gelesen, der Film soll halt so ganz untypisch sein, in dem Sinne, dass am Anfang fängt der Film an mit Action, ziemlich schnell, und dann hört es nicht mehr auf. Aber es hat doch mal aufgehört. Beim zweiten Mal ist es mir auch aufgefallen. Es gibt Phasen, die ruhiger sind. Ja. Genau, es ist, da langweilt man sich zwar nicht, aber es ist immer noch wahnsinnig gut. Also der, ich bin jetzt schon ein Fan von dem Film. Der Film ist einfach absolute Klasse. Ja, ich habe mir weniger erwartet, weil ich habe mir gedacht, nach so langer Zeit und jetzt, das wird sicher von Hollywood bis dort hinaus, das kann doch nichts werden. Deswegen war ich so noch positiv überrascht. Also sagt eh schon alles zweimal anschauen. Wie hat er dir gefallen, Horst? Mein Fazit ist nonstop feministischer Actionfilm mit zwei Quotenmännern, die der feministischen Ideologie entsprechend. Der eine stirbt und der andere haut am Schluss ab, nachdem er seine Pflicht getan hat. Das war ja auch, das war ja auch die Diskussion, die sehr viel erfolgt hat. Ich fand das super entspannend. Aber mir hat es auch urgefallen. Das war wirklich endlich mal. Gott sei Dank haben sie nicht so auf Mel Gibson hingetrieben. Das war ja wirklich, der Mad Max war ja mehr Mel so Gibson, ein einsilbiger, fast tierähnlicher Charakter, weil er ja sich aber wirklich er redet auch jetzt nicht Water. Sehr viel. Nein, jetzt im jetzigen Film. Früher war er eloquenter. Da hat er mehr geredet? Ja, definitiv mehr. Okay. Also muss er nochmal anschauen, das ist sehr gut. Die alten. Ich habe mir die ja erst letztes Jahr alle drei hintereinander angeschaut. Ich war tatsächlich mit meiner Freundin in dem Film, das glaubt man kaum. Aber ich war mit meiner Freundin in Mad Max, das ist der Traum schlechthin. Ja, und, hat ihr gefallen? Ja, sie war, naja, nicht so begeistert, aber sie fanden interessant. Sie hatte aber sehr große Probleme, in den Film hineinzukommen. Und sie wusste bis zum Ende nicht, wer eigentlich überhaupt der Hauptdarsteller ist. Weil er nie was gesagt hat. Ja, das wird ja auch oft, also einmal verschwindet er ja auch aus einer Szene, um irgendwie einen Typen fertig zu machen. Das wird dann nicht gezeigt. Und einfach. Der kommt nur zurück. Das fand ich aber sehr entspannend. Also meine Freundin hat sich nur gedacht, was? Was ist das für ein Scheiß? Wie die da plötzlich mit der E-Gitarre da mitten durch die Wüste fahren. Das ist ein Trommelturm. Das hat lustig gefunden. Und mit den schwingenden Typen und dem Shiny. Wir haben letztens erst die Sprühdosen ausgepackt, um Pflanzen zu besprühen. Und da musste ich wieder direkt Shiny reinbringen. Also der Film ist so abgefahren.
blöd genial. Ja, und wirklich auch eine Augenpracht. Also diese Ausstattung, ja. Die einzelnen Leute, die Autos fallen, wie es alles ist. Diese eine Zwischenposten, der diese Richterrobe anhatte, aber diese Richterrobe war eigentlich ein Patronengürtel, der sich über. Ja, der, also war, der auf diesem Kettenfahrzeug damit hat er dafür. Nicht, ja. Hat er nicht gehabt. Und das fast ohne Special Effects. Da ist fast kein CGI oder sogar gar kein CGI drin. Das ist das Bemerkenswerte. Ich glaube, der Boden ist CGI. Es gibt dazu auf jeden Fall jede Menge ja. YouTube-Videos, wo man sich anschauen kann. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass er wenig CGI ja. Einfängt. Ja. Zumindest wirkt er auf jeden Fall erfrischend um CGI. Wirkt das sehr echt, ja. Das macht so gut. Ja, also es wirkt wirklich wie eine echte Wüste, wie ja. echter Überlebenskampf. Also die alten Mad Max-Filme werden in der Hinsicht den Überlebenskampf, also der neue wird dem alten ganz gut gerecht. Ja. Aber es ist schon irgendwie anders. Also am vergleichbarsten noch mit dem zweiten, aber. Stimmt. Ja. Der zweite war wesentlich ruhiger. Ich habe noch einen zweiten Film zu empfehlen. Ja. Der war aber schon längst im Kino im Februar. Kingsman, falls Sie den noch nicht empfohlen haben. Eine Comic-Verfilmung, nein. Ja. Kingsman, ich habe den nämlich jetzt letzte Woche nochmal auf Blu-ray geschaut. Mhm. Ein absolut genialer Actionstreifen, eine Hommage an James-Bond-Filme, aber auch an Austin Powers. Ah, okay. So, aber nicht so ganz. Bisschen, ja, er ist auf jeden Fall nicht so ernst wie die James Bond Filme. Man kann lachen. Also Roger Moore James Bond Filme auf modern, aber nicht ganz so schlecht wie Roger Moore, sondern so gut wie die alten James Bond Filme. Das ist eine weitere Streitfrage. Ich fand Roger Moore gar nicht so schlecht. Ja, der hat auf jeden Fall seine Höhepunkte. Sein Humor war schon irgendwie tragend. Ja, also einer der charmantesten irgendwie. Also sie in Kingsman wird wirklich alles ziemlich auf die Spitze getrieben. Mhm. Also was die Tode von Leuten anbelangt, was die Action anbelangt. Und jede Action-Szene, wo Menschen wirklich sterben, kommt zu einer fröhlichen 60er-Jahre oder sonstigen Musik. Also man nimmt den Film nicht wirklich ernst, aber er ist ernst zu nehmen. Er ist wahnsinnig gut gemacht, sehr zu empfehlen. Und die Action-Szenen sind ein Schmaus, weil das Problem der heutigen Action-Filme und auch der letzten 20 Jahre, man kann der Action nicht folgen. Mhm. Irgendwann steigt man aus. Meine Freundin sagt immer, ich habe jetzt nichts mehr mitbekommen. Was ist jetzt gerade passiert? Ja. Und bei dem Film ist das erste Mal, dass meine Freundin gesagt hat, sie konnte den Action-Film folgen. Und das muss ich auch wirklich sagen, die filmische Leistung ist wirklich grandios. Die Action-Szenen sind super gemacht. Also man kann den folgen. Ja. Das ist eine Agentengeschichte sozusagen. Ja, es ist ein Agentenfilm. Ich kann ja mal ein bisschen dazu erzählen. Ein Typ, dessen Vater Agent war, aber schon bevor er überhaupt als Agent wirklich eingestellt worden ist, ist er bei einer Aktion umgekommen. Das sieht man in den ersten 2 Minuten. Ja. Sein Sohn bekommt daraufhin eine Medaille überreicht, die für seinen Vater bestimmt war, wo eine Telefonnummer draufsteht, wo er sich melden kann, wenn er mal ein Problem hat. Irgendwann hat er halt mal ein Problem und ruft dort an und sofort ist er frei und wird dann auch direkt als Agent engagiert. Ja, wie sein Vater, aber er muss erstmal durch das Trainingsprogramm durch. Gleichzeitig ist ein lispender Typ, gespielt von Samuel L. Jackson, glaube ich. Oh ja, ja, ja. Der die ganze Zeit lispelt, der ist grandios. Ein Bösewicht, der kein Blut sehen kann und die ganze Zeit lispelt. Eine Cappy auf, ernstes Gesicht und plötzlich, hey! sehr zu empfehlen. Den besten Gag erzähle ich jetzt nicht, aber er hat was mit Hamburgern zu tun. Okay. Ja, der Film steht schon länger bei mir auf der Liste. Und das Comic nämlich eigentlich auch, das soll auch gut sein. Es soll auch eine Nachfolger von dem Film geben. Mit Colin Firth in einer der Hauptrollen. Die anderen habe ich vergessen. Dann Colin Firth ist eigentlich die Rolle. Ah, stimmt, noch ein Film mit Colin Firth fällt mir ein. Railway,
Railway Man. Letzte Woche Dienstag, deswegen war ich auch nicht beim Podcast, war ich in der Sneak Preview. Ich wollte eigentlich auch nicht zum Podcast, aber das sagen wir jetzt den Leuten hier nicht. Nicht die Moral. Railway Man mit Colin Firth. Ein Film, wo ich jetzt sagen muss, okay, Colin Firth ist wirklich ein ernstzunehmender Schauspieler. Mhm. Nicht nur zum Lachen, und Kingsman hat er auch ziemlich gut gespielt. In Railway Man geht es darum, dass er einen Soldaten spielt aus dem Zweiten Weltkrieg, der etwas durchlebt hat und dadurch eigentlich nicht mehr mit seinem Leben plötzlich zurechtkommt. Also erst nach einer gewissen Zeit. Es dauert wirklich ziemlich lange, bis in den 80er Jahren hinein, bis er dann bemerkt, ich komme damit nicht zurecht. Ja. Also er bekommt Halluzinationen. Mhm. Es ist ein sehr deprimierender Kriegsfilm. Also man bekommt auch alle Umstände im Krieg zu sehen. Es ist ziemlich verstörend zum Teil, aber ein wirklich sehr gut gemachter Film. Er ist übrigens nach einer wahren Begebenheit, das ist alles wahr. Aber wer gerade nicht gut drauf ist, dem empfehle ich den Film nicht. Man möchte ihn vergessen, okay, aber also sehenswert. Betroffen. Ja. Ich habe immer eins, glaube ich, darüber gehört. Da haben sie eben auch schon eine Rezension darüber gebracht. Also der Titel kommt daher, dass der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, ein Fanatiker für Eisenbahnen ist. Er liebt Eisenbahnen. Und er hat dann mit der Eisenbahn der Japaner in Birma, glaube ich, zu tun, die da eine Strecke bauen wollen. Also es ist ein Teil des Krieges, den man nie mitbekommen hat. Okay. Also ich empfehle ihn, er kommt da wahrscheinlich erst in einem halben Jahr ins Kino. Sehr gut, ja. Jo, schön. Ich habe zum Abschluss noch ein paar nette Bücher. Ja, okay. Also ein Buch, aber das ist von Steve Clark. Der ist ein Brite, der immer in Paris oder in Frankreich wohnt und über Paris schreibt, aus der Sicht eines Expats, also aus einem britischen Understatement. Briten, der halt da in Paris lebt und sich dadurch ständig ergebende Kulturclash ist halt das Thema seiner Bücher, und er schreibt sehr nett, also so mild ironisch, und er hat eine ganze Serie geschrieben. Das erste Buch war, glaube ich, A Year in the Merde, also Le Merde ist das Wort für Scheiße auf Französisch, sein Kraftausdruck, und sein Protagonist, sein Hauptdarsteller aus der Ich-Perspektive, versucht halt so ein Restaurant-Business in Paris aufzuziehen als Brite und hat halt damit alle möglichen Schwierigkeiten. Und jetzt vor kurzem habe ich gemerkt, da ist jetzt noch eins rausgekommen, das ist jetzt, glaube ich, schon das fünfte von dieser Merd-Serie, und das heißt der Merd-Faktor. Die anderen heißen Merd-Aktuelle oder Merd noch einmal oder Dial M vor Merd. Das ist immer Merd drinnen im Titel, und es ist immer der Chef Paul West, und die Handlung ist eigentlich auch immer sehr gleich, aber ich würde mir trotzdem noch einmal das nächste kaufen, weil er das halt so schön macht, wie er schreibt. Und zwar ist er ist halt so sympathisch, er möchte einen britischen Teasalon in Paris aufmachen, im Zentrum der französischen Esskultur. Und das schafft er auch, aber kämpft halt dann mit Bürokratie und Frauen und Chef und Teilhaber, und alles verschwört sich halt gegen ihn. Und das Schöne ist, dass er dann halt immer so französische Typen beschreibt und auch sehr lieb, wie Franzosen Englisch reden oder wie sie funktionieren oder eben nicht funktionieren, und Unterschiede ihm sozusagen im Lovemaking and Businessmaking, also diese Sachen. Und hält sich an den kulturellen Unterschieden. Ja, und das macht er sehr nett. Also man merkt, er ist gern in Frankreich und er mag auch die Leute, aber trotzdem kommt ihm halt manches sehr absurd vor. Was dann ein schöner Ankerpunkt ist, wenn man die Unterschiede, wenn man es auf die Schippe nimmt, aber andererseits merkt, da ist doch auch eine Zuneigung zu dieser Kultur. Sehr, und er vergleicht dann auch wieder, was ihn am Briten am Nerv geht und so. Also das ist sehr nett. Du hast jetzt ein Buch davon gelesen? Ich spreche jetzt nur über das letzte, aber sie sind praktisch alle nach dem gleichen Schema gestrickt. Ich habe alle gelesen, also ich bin einfach ein Fan von dieser Serie, weil ich das sehr, sehr nett finde. Speziell, wenn man mal in Frankreich war oder mit Franzosen zu tun gehabt hat, weil halt diese von außen eine Kultur betrachtet und sich nett drüber lustig machen, aber halt auch, und es geht halt immer darum, dass er mit seiner
Restaurant-Business, dass er da nie weiterkommt und ständig wird er von irgendeiner jungen, sexy Französin verführt und vernascht und dann ebenso en passant wieder stehen gelassen und er kriegt halt weder das eine gescheit mit noch das andere. Also er ist da immer so zu nicht macho genug halt und das gefällt den Frauen natürlich auch, aber ja, ist halt eine Spur immer zu langsam für alles. Und ja, und dann schlittert er halt auch immer wieder in Korruptionsfälle rein und so und kommt halt mit diesem machohaften Getue in Politik und Geschäftswelt nicht so ganz zurecht. Er ist halt mehr so Understatement, britisch-mäßig und so. Und das ist eigentlich der Faden vom Buch. Okay, und das ist einfach der Lebensweg, also keine Kriminalgeschichte oder irgendwas dahinter? Naja, im vorletzten Teil M vermehrt war sogar so ein bisschen auf Agenten-Thriller. Da ging es um ein Attentat auf den Franzosen und er wird dann vernascht von einer so super sportlichen Französin und das checkt er überhaupt nicht, weil er ist mehr so der Restaurant-Typ und das ist dann natürlich so eine Elite-Polizistin, die das Attentat da aufklären will. So Zeugs halt. Und jetzt, ja, das letzte war eigentlich auch recht nett. Man erkennt dann schon die Figuren wieder von den letzten Büchern. Ne? Also der seltsame Chef mit seinen dämlichen Geschäftspartnern und so. Und ja, es ist nicht viel Handlung drin, sondern es ist das Liebe, die Betrachtung und wie er die Leute charakterisiert. Und wenn er dann halt auf Englisch schreibt, wie die Franzosen Englisch reden. Also so mit ganz total mies, wo du dreimal lesen musst, bis du kapierst, was da jetzt gemeint ist. Es ist so eine Art Lautsprache und nach wie sie denken. Ich finde es sehr süß. Er möchte ein Restaurant öffnen, hat aber trotzdem einen Chef. Ja, weil da kommt er dann so in die Meisen, weil er die Speisekarte, er wagt es, die Speisekarte auf Englisch zu schreiben, in einem englischen Teashop. Und da gibt es aber in Frankreich ein eigenes Ministerium zur Rettung der französischen Sprache, was ihn dann in Grund und Boden klagt. Und er muss das dann auch, die englische Speisekarte auf Französisch übersetzen und so. Und dann tut halt einer, sein Ex-Chef von einer Firma, tut ihm Geld geben und ist dann seither sein Teilhaber. Und das kommt jetzt da in den wieder zum Tragen, wie er das dann halt doch deichselt und so. Und, ja. Ja. Ist die Reihe abgeschlossen? Oder? Ich hoffe nicht. Also es stand im Vorwort, dieses Buch ist für alle Leser, die ihn jahrelang geschrieben haben, sie wollen wieder ein Buch von der Serie haben. Ne? Und ich möchte jetzt, obwohl ich jetzt glaube ich schon 5 von denen gelesen habe, ich möchte noch eins. Das ist halt immer so nett. Und sonst schreibt der Steve Clark auch seriösere Bücher. Also eins ist 1000 Years of Annoying the French, also so eine Art geschichtliches Thema, wo es halt darum geht, wann die Engländer wieder gegen die Franzosen gewonnen haben. Und das Letzte ist jetzt so eine Betrachtung über Waterloo und Napoleon, weil das gerade sein Jahrestag ist, halt auch aus der Sicht von ihm, wo er halt sich ein bisschen lustig macht über den französischen Militär und Helden- und Napoleon-Kult. Das ist sozusagen sein Thema. Ja. Also Franzosen-Dissen ist sozusagen sein Geschäft. Aber ich finde, er macht sehr liebevoll. Okay. Steve Clark. Kann da gerne eins mitbringen. So. Samba ist nicht klar. Ja, mal zu tun. Einmal Bier doch ein Podcasten. Na gut, ich würde sagen, langsam oder doch? Ja. Oder hast du noch? Nein, tun wir mal abschließen. Lang genug. Nächsten Dienstag, wenn es schön ist, bitte wieder 19.30 Uhr Dienstag im alten AKH. Wenn wir nicht im Innenhof 2 herumstehen, sind wir vielleicht in den Innenhof 3 gegangen, weil dort ein bisschen weniger Brunnenstörgeräusch ist. Dafür Fußballspieler. Ja, irgendein Störgeräusch hat man immer. Und sonst, wenn es wirklich regnet und schier ist, sind wir beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Auf jeden Fall Dienstag 19.30 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen zum Mitmachen und Sie haben ja heute gehört, Dennis ist gekommen. Dennis, hat es dir gefallen? Ja, mir hat es gefallen, sonst wäre ich ja nicht wieder hier hingekommen. Ja, du bist das leuchtende Vorbild für andere hoffentlich. Na dann, sage ich tschüss und bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, super, was haben wir jetzt angebracht?